26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Red, er sieht ihn! Albtraum, hm? Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, er schießt ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Du. Ich hab ne Frage! Jetzt nichts, Deins! Es schwingt ein goldener Stern! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Scheiße! Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das Haus sichern! Auf den Krüppel vor! Gebe Deckung! Ich sehe ihn! Sie kommt von Osten! Da kommen sie! Aussperren! Feinde nähern sich!
Daniel, sonst MG des Halbfeldfahrzeugs! Stielhandgranate, weg hier! Verstanden! Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als sie uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Also gehen Juden nicht in die Kirche. Wir haben Synagogen. Was? Weißt du was? Vergiss es! Scheiße! MG im ersten Stock! In Deckung! Die Flanke achten! Brauche Deckung! Bin leer geschossen! Lade nach! Hä? Daniel! Hilf der Artillerie, die Ziele zu erfassen! Wirf mal den Signalrauch rüber! Hier, fang! Bewege mich zur Tür! Leute, schießen unsere Jäger ab! Sergeant, Gaiello, tauscht auf die Kanonen! Ja, Sergeant! Daniel, Stiles, mitkommen! Wir geben vom Turm aus Deckungsräume! Bin froh, dass du da oben aufpasst! Kein Druck! Keine Sorge, ich gebe dir Deckung! Hoffentlich! Alle Mann die Treppe rauf! Bewegung! Los, zur Leiter! Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein!
Wasserspinner! Bereit halten! Okay, es geht los! Ja, geschafft! Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz! Sie nageln unsere Jungs fest! Auf ihre Geschütze feuern! Gut gemacht, Herrn Irz! Sie haben Sachen eingekesselt! Erwischt! Daniels, auf das MG-Ziel! Auf unseren Trupp konzentrieren! Sauber! Sie kommen den Flachs näher! Deutsche auf den Dächern! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Die letzte! Das ist Deutsch am Ende der Straße! Von hinten beschossen! Halbkettenfahrzeug hinter ihnen! Sie werden umstellt! Die Deutschen haben sie umstellt! Hab ihn! Du hast das im Griff! Gib ihm den Rest! Was verdammt war das? Muss Turner sein! Weiter so! Geben Sie Deckung, damit Sie Sachen helfen können! Auf unseren Trupp konzentrieren! Sauber! Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Ach, Scheiße. Ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los. Ich kann Sassmann nicht sehen. Verdammt. Vor dem Einsturz waren Sie noch zusammen. Ungeschützt. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, diese Position zu halten. Los, nachladen. Warum müssen Sie mich nicht zweimal sehen? Bis die P-47er hier sind! Ziel auf
Position halten! Die Fälschen des Fürstiger kommen! Weg hier! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn wir Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Wir haben Marigny erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen.